The World of Action, das Buch über die Stars unserer Actionfilme, jetzt überall im Schallplattenhandel. Jetzt RTL aktuell. Gleich sehen Sie, wie ein völlig durchgefrorener Motor selbst im dicksten Winter klarkommt. Mit Esso Superdiesel. Frostsicher bis minus 22 Grad. Gut, dass es den Tiger gibt. Coca-Cola Light schmeckt einfach hinreißend. Und das bei nur einer einzigen Kalorie. Der Geschmack von Coca-Cola Light ist eben eine Klasse für sich. Coca-Cola Light. Was haben Sie eigentlich von unseren Erfolgen? Zuverlässige Motoren und sichere Fahrwerkstechnik zum Beispiel. Oder eine besonders attraktive Ausstattung. Wie beim neuen Sondermodell Ford Sierra Zafira. Als Stufenheck, Fließheck oder Turnier. Zu einem Preis, der sich sehen lassen kann. Der Ford Sierra Zafira. Unox ist Genuss. Unox ist Geschmack. Die heiße Tasse von Unox. Unox, Gutes nach Art des Hauses. Spätnachrichten bei RTL Plus. Hallo und guten Abend. Im US-Bundesstaat Indiana ist heute eine Militärmaschine vom Typ Hercules C-130 auf einen Hotelkomplex gestürzt. Dabei kamen 16 Menschen ums Leben, 11 wurden verletzt. Kurz nach dem Start war das Transportflugzeug in die hintere Fassade eines Restaurants direkt neben einer Tankstelle gerast. Dann durchbrach es die Seitenfront des Hotels. Innerhalb von Sekunden hatte sich auslaufendes Benzin entzündet. Eine 20 Meter hohe Rauchsäule war kilometerweit zu sehen. Die meisten Opfer starben in den Flammen oder sie kamen in den dichten Rauchschwaden um. Von den 5 Besatzungsmitgliedern überlebte keiner. Spanien ist in diesem Jahr Gastgeber für die Sommerolympiade und die Weltausstellung Madrid wurde zur Kulturhauptstadt Europas ernannt. Spanien ist in diesem Jahr besonders verwundbar und die Terroristen der baskischen Untergrundorganisation ETA nutzen das. Heute Morgen gegen 8.30 Uhr flog ein Kleinbus der spanischen Armee in die Luft. Die Insassen, 3 Offiziere, ein Soldat und ein Zivilist, waren sofort tot. Die mehr als 40 Kilo schwere Autobombe war mit Fernsteuerung gezündet worden. Da der Armeebus in der Altstadt Madrids explodierte, wurden 7 Passanten von Glassplittern zum Teil schwer verletzt. Die umliegenden Häuser sind einsturzgefährdet. Nach der Explosion wurde ein Finanzamt geräumt, weil eine weitere Bombendrohung einging. Seit Anfang des Jahres hat sich die ETA zu 4 Anschlägen bekannt. Wenn auch dieser auf ihr Konto geht, wäre sie für den Tod von mehr als 700 Menschen verantwortlich. Auch in der Türkei haben Terroristen zugeschlagen. In der Innenstadt von Istanbul erschossen sie den Staatsanwalt des Staatssicherheitsgerichts. Aus 3 Richtungen feuerten sie mindestens 2 Dutzend Schüsse ab, als der Staatsanwalt in seinen Dienstwagen einsteigen wollte. Weitere Kugeln trafen den Leibwächter und den Chauffeur. Zu dem Attentat hat sich die linksextreme Terrorgruppe Defsol bekannt. Die 4 Täter, darunter eine Frau, konnten entkommen.
In seinen Bemühungen um Frieden in Jugoslawien kann der EG-Vermittler Lord Carrington einen kleinen Erfolg verbuchen. Die verfeindeten Serben, Kroaten und Moslems der Republik Bosnien-Herzegowina wollen sich in der kommenden Woche an einen Tisch setzen. In der bosnischen Stadt Mostar hatte sich die explosive Lage am Nachmittag entspannt. Nachdem die Armee versprochen hatte, die kroatische Bevölkerungsmehrheit nicht mehr anzugreifen, gaben die Kroaten ihre Blockaden der wichtigsten Straßen auf. Dagegen haben serbische Extremisten zum ersten Mal seit Beginn des Waffenstillstands am 3. Januar wieder die kroatische Stadt Osijek angegriffen. In Algerien verschärfen sich die Spannungen zwischen Nationaler Heilsfront und der Armee. Einen für den 14. Februar geplanten nationalen Protestmarsch der Fundamentalisten haben die Behörden verboten. Das Zentrum der ostalgerischen Stadt Batna blieb auch heute von der Armee abgeriegelt. In den vergangenen 3 Tagen waren hier bei Zusammenstößen nach Aussage der Heilsfront über 20 Menschen ums Leben gekommen. Offiziell werden 12 Tote und etwa 60 Verletzte genannt. Und hier der Blick an die Börse. Der DAX, der deutsche Aktienindex, lag heute bei 1.681,13 Punkten. Das sind 5,49 weniger als gestern. Der amtliche Mittelwert des US-Dollar notierte in Frankfurt mit 1,5762 Mark, Schlusskurs in New York 1,5775 Mark. Die Fine Unze Gold kostete in London 356,25 $ und in New York 355,70 $. Der Dow Jones Index lag um 22.30 Uhr an der Wall Street bei 3.255,59 Punkten. Das sind 2,01 weniger als gestern. Zum Wetter. Im Nahen Osten spielt es weiter verrückt. Dort wüten schwere Stürme, Regen oder Schneemassen sorgen für Chaos. Bei uns können sie die Regenschirme wieder weghängen. Ab morgen ist es fast überall trocken und nach langer, langer Zeit gibt es einen Hauch von Frühling. Auch die Sonne lässt sich wieder blicken. Die Temperaturen klettern bis auf 7 Grad. Soweit die Meldung. Morgen früh ab 6 hält sie das Frühstücksfernsehen wieder auf dem Laufenden. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht. Tschüss. Jetzt bei RTL Plus. Gerd Müller-Gerbes und... Wie Sie Männer bei der Stange halten. Wie bitte? Genau, wie bitte. Die Show mitten aus dem Leben. Samstag, 22 Uhr. Neu bei RTL Plus. In der heutigen Folge, Dienst in Vietnam, wieso erobern Sie wir den Hügel, wenn wir ihn dem Feind zurückgeben? Ich gehe nicht, Lieutenant. Horn, verliert bitte nicht die Fassung. Ich kann das einfach nicht mehr. Auf uns. Daran könnte ich mich gewöhnen. Gefreiter Daniel Purcell, Auszeichnung mit der Tapferkeitsmedaille. Los, los, los! Ah, ich glaube, der ist durchgegangen. Ich will dich nicht heiraten, Myron. Ich liebe dich, das weißt du. Geh runter. Hier sind wir sicher. Sie sehen jetzt die Mitternachtsserie bei RTL Plus. Auch in der guten alten Zeit aß man gern mal einen Snack. So zwischendurch. Hallo, Hallöchen. Ich brauche schnell einen schnellen Snack. Schneller Snack? Das ist doch hier kein Schnellimbiss. Hier ist alles noch hausgemacht. So wie meine Haselnusstafeln. Hm, meine Güte. Ist das eine Köstlichkeit? Mhm. Wird ja auch mit Ruhe und Sorgfalt gemacht. Und nur mit besten Zutaten. Oho, was für ein Unterschied. Eben hausgemacht. Hanuta. Heute noch so gut wie hausgemacht. Was können Sie heute für 27.990 Mark erwarten? Der Volvo 460. Warum sollte man sich mit weniger zufrieden geben? Jetzt informieren. Jetzt hilft Wick Formel 44 Plus sofort. Denn anders als bei üblichen Sirups legt sich ein Wirkschutzfilm wie Balsam über den Hustenreiz im Hals. Wick Formel 44 Plus beruhigt den Husten sofort. Jetzt neu, so wirksam wie der Sirup. Wick Formel 44 Plus Hustenpastillen. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Seit wann hast du hier Sonnenstoß? Hier. Und hier? Oh, hier sind auch ganz viele. Wie viele? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
TUI. Schöne Ferien. Wie heißen nur diese saftigen Backofensnacks? Die aus drei kleinen Strollchen drei große machen. Backofensnacks aus der feinen Geflügelküche von Wiesenhof. Zartes Fleisch vom deutschen Hähnchen aus dem Ofen auf den Tisch. Wie gut, wie fein. Nur Wiesenhof kann's sein. Das süße Leben leichter. Ich muss kommen. Nein, nein, jetzt rein. Hier, den da. Was denkst du? Stark. Den nehme ich. Was? Hast du eigentlich Geld dabei? Nicht einen Pfennig. Aber meine Visa-Karte. Danke. Ich heiße Fritz Müller, bin Richter. Mein Urteil über Müller Milchreis. Seine fruchtige Leichtigkeit erwirkt mildernde Umstände beim kleinen Hunger. Alles Müller oder was? Ich heiße nicht Müller, aber auch ich bin für mildernde Umstände. Milchreis. Alles Müller oder was? Alles Müller oder was? Mama macht das Frühstück gut. Und dann fauchte der Drache den Mann an und... Wie wär's mit einem Weghustenbonbon? Oh ja! Wildkirsch, Zitrone oder Ananas? Ananas. Hier. Tut gut im Hals. Und dann fauchte der Drache... schmeckt das Ananasig. Fauchte der Drache? Nee, der hatte doch keinen Wickbonbon. Weghustenbonbons, die wirken und schmecken. Neu. Jetzt auch ohne Zucker. Edward Kennedy,